Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Heute zeige ich euch das Rezept für diesen super köstlichen und saftigen Low Carb Apfelkuchen. Der Apfelkuchen schmeckt so lecker und ist ganz einfach zubereitet. Das Rezept für den Low Carb Apfelkuchen stammt vom Chefkoch-User Lissi Nie und im Rahmen von Chefkoch nachgekocht zeige ich euch heute dieses total leckere und einfache Rezept. Der Apfelkuchen, der lässt sich auch gut vorbereiten, denn ich finde, am nächsten Tag schmeckt er noch viel besser. Ich zeige euch nun, wie das geht. Als erstes schäle ich die Äpfel für den Apfelkuchen und schneide die geschälten Äpfel in kleine Stücke. Die Apfelstücke stelle ich beiseite. In einer Schüssel mische ich geschmolzene Butter, Frischkäse, Erythrit und Vanilleextrakt gut miteinander. Ich verwende zum Süßen Erythrit als Süßstoff, alternativ eignet sich auch Birkenzucker sehr gut für dieses Rezept. Alles wird nun kräftig miteinander verrührt. Anschließend gebe ich die Eier einzeln dazu und rühre sie jeweils gut unter die Masse. Als nächstes mische ich die trockenen Zutaten miteinander. Zum Low Carb Backen verwende ich Mandelmehl, dazu gebe ich Zimt, Backpulver, geriebene Mandeln sowie eine Prise Salz und mische alles gut miteinander. Mandelmehl findet sich oft in Low Carb Rezepten. Wenn ihr kein Mandelmehl zur Hand habt, könnt ihr alternativ auch geriebene Mandeln oder Erdmandeln verwenden. Das funktioniert auch sehr gut. Die trockenen Zutaten hebe ich nun unter die feuchten Zutaten und vermische alles, bis eine schön cremige Masse entstanden ist. Die kleingeschnittenen Äpfel gebe ich dazu und hebe alles nochmal gut unter. Den Teig fülle ich in eine gut gefettete 21 cm Backform und verstreiche ihn in meiner Backform. So backe ich den Apfelkuchen im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene für 35 bis 40 Minuten, bis er schön goldbraun ist. Anschließend den Kuchen abkühlen lassen und vorsichtig aus der Form lösen. Zum Servieren bestäube ich meinen Apfelkuchen gerne mit etwas Kokosmehl. Das sieht aus wie Puderzucker, ist aber kalorienärmer bzw. passt perfekt zu Low Carb. Den Apfelkuchen mit geschlagener Schlagsahne oder Quark servieren, der ist so köstlich und hat bei uns allen super geschmeckt. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr unten in der Infobox, sowie weitere leckere Low Carb Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.